Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen wieder Sherlock Holmes und es geht direkt weiter. Ich feiere denn dieses Spiel. Antique coins, possibly of value, but they're scattered without care. Ja, ich feiere das Game einfach bloß. It is common practice to keep one's valuables in a safe behind a painting. It should not really pose a challenge for a criminal. Das ist genau, warum haben die das nicht mitgenommen, das Geld? Das irritiert mich auch. Ja, Leberschäden, weil er zu viel gesoffen hat. Alkoholmissbrauch. Ja. Das kennen wir ja mittlerweile alles. It is common practice to keep one's valuables in a safe behind a painting. It should not really pose a challenge for a criminal. So. Zimmerdurchsuchung abgeschlossen. Die hat auf jeden Fall was damit zu tun. Anders kann ich es mir nicht erklären. Weil das, was sie gesagt hat, das gleiche wie im Zeitungsartikel. Das ist also schon mal nur abgelesen und ja, gut einstudiert. Sir Eustace's doctor speaks of his violent behavior. Yes, Sir Eustace was an extremely violent man. A detestable human being, to be more precise. It is true that he once threw a decanter at me, and all because I dared to stand up to him in defense of my mistress. Sly devil. God forgive me that I should speak of him so now that he's dead, but a devil he was. If ever one walked the earth, we met him only 18 months ago. She'd only just arrived in London. Yes, it was her first voyage. She'd never been from home before. One up with his title and his money and his false London ways. If she made a mistake, she has paid for it, if ever a woman did. She doesn't have any friends here, so it was specially hard for her. Sie musste dafür bezahlen, wie nur eine Frau bezahlen kann. Heißt, hat sich an ihr vergangen. Ja, es war ja zu dem Zeitalter, genauso wie im Mittelalter, üblich, hat die Frau Scheiße gebaut und der Mann war gewalttätig betrunken, ist er über die Frau hergefallen. Oh, what a horrible thing to have happened. Ja. Also... You should examine the body of Sir Eustace Brackenstall. Toll, ich dachte, es kommt irgendein Video. Hab mich gerade entspannt hingesetzt. The hunting scene. Ja. A hunter's cabin. A trapper's hut. A trapper's hut. Ach, okay, das ist der Garten. Da lüften wir mal, hier stinkt's nach Tod. Antique hunting weapons. Ist das nicht eine Muskete? Ich glaub schon. Ernsthaft? Wäre ich ein Einbrecher, ich hätte die Frau an den Stuhl gefesselt, hätte den Alten abgeschlachtet, wortwörtlich. Dann hätte ich noch die andere K.O. gehauen und dann hätte ich die ganze Bude leer geräumt und bloß hier ein bisschen Teller kaputt gemacht und ein Silberbesteck mitgenommen. Also, das ist doch hier gerade... Nee, das geht doch gar nicht. Das passt doch hinten und vorne nicht. A fur trader's cabin. Das passt doch hinten und vorne nicht. Und der Alte, da liegt im Weg. Sailor's knots. That's interesting. This rope was handled by the murderers.
We need a scent hound to follow their trail. I will take it with me. This is the chair that Lady Brackenstall was tied to. Okay. Das passt nämlich eher. Die hat da so einen Typen auf See kennengelernt. Das kann sein. Das würde aber auch hinten und vorne passen. These wine bottles are expensive and mostly from France. This candlestick is valuable. It is interesting that it was not also stolen. Also passt hinten und vorne was nicht. Also diese drei sind auf jeden Fall unschuldig. An empty silverware box. It appears that the intruders have stolen the contents. Glaube ich nicht. Irgendwo anders. Irgendwo anders ist das. Aber hier kann ich auch nichts mehr anklicken. Aber doch, da muss doch irgendwas sein. Das, die Lupe ist noch hier, wie heißt es? Weiß. Geht nichts mehr. Was ist das? This door leads to the upstairs bedrooms. Apparently the criminals did not venture there. Ja, das ist doch Schwachsinn. Die eine war da gefesselt. Der liegt tot hier. Kommt die andere runter, boom, ins auf den Gusch und dann hätten die auch fesseln können und die ganze Nacht Zeit die Bude auszuräumen. Das ist doch Schwachsinn. Wenn das wirklich so eine Täter sind, die sich schon einen Namen gemacht haben. Warum sollten die nur auf billiges Silberbesteck bestehen? Das ist doch Schwachsinn. This glass has some wine traces, but no visible bee's wing. There is bee's wing at the bottom. As if the wine had not been decanted before being poured. Und warum stehen da drei Gläser? This glass has some wine traces, but no visible bee's wing. It is rather strange that only one of these glasses has dregs of bee's wing inside it, while the other two are clear. Ja. Chateau Calon-Ségur, French wine, Grand Cru. A decanter standing next to the open bottle, an inseparable pair indeed. Drei Gläser, obwohl ein Dienstmädchen gar nicht mit am Tisch des Hausherrn sitzt. Die essen nämlich meist in der Küche oder in ihrem Zimmer. Da war auf jeden Fall noch jemand zu Gast. Oder keine Ahnung, dann gucken wir uns mal den Toten an. What have you learned from examining Sir Eustace's body? Well, I can confirm that the death was instant. Sir Eustace was facing his attacker when he received the blow to his head. There are no other apparent injuries. Entschuldigung. Das ist seltsam. Da passt hinten und vorne was nicht. The head was cracked with the force of the blow. That must be the murder weapon. Was ist ein Schürhaken? Wenn ihr das wisst, schreibt es mal bitte in die Kommentare. Für mich sieht das aus wie so ein Ding, was man hier fürs Kamin da, um die Glut so ein bisschen hin und her zu machen, damit wieder Wärme und Feuer und so. It is covered in blood. Sir Eustace might have struck his head upon it while falling from the blow.
That is one possible explanation. Quite a large stick, a formidable weapon. Den Stock hätte ich als Waffe genommen. Barefoot. He had therefore been in bed and did not have time to fully dress. Da passt hinten und vorne was nicht. Ja, ist nur der tödliche. Aber jetzt passt das hier nicht. Lady Bridget heiratete zuerst und kurz nach ihrer Ankunft in London und verließ das Haus seitdem selten. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie oder ihr Dienstmagd Bekanntschaft mit irgendwelchen Erinnerungen geschlossen hatten, ist sehr gering. Jetzt passt das aber komischerweise. Nee, wieso geh ich da jetzt raus? Drei Personen. Es waren drei Personen, die aus den Gläsern Wein getrunken haben. Möglicherweise mag eine der Personen ihren Wein mit Weinstein. Was ist Weinstein? Ich kenne mich in Sachen Alkohol überhaupt nicht aus, weil ich persönlich für mich trinke überhaupt kein Alkohol. Ich esse nicht mal Pralinen mit Alkohol drin. Ja, wenn jemand weiß, was Weinstein ist, ey, haut's mal in die Kommentare. Zwei Personen, es waren zwei Personen, die aus den Gläsern Wein getrunken haben. Der Rest wurde in das dritte Glas geschüttet, weswegen sich nur darin Weinstein befindet. Glaube ich nicht. Das waren drei Personen. Oder doch so? Weil dann passt das jetzt wieder. Das machen wir wieder ganz zum Schluss. Aber da war immer noch was. Genau. Schlag und Schür, ein tödlicher Unfall. Wir nehmen erstmal den Schlag mit Schürhaken. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ja gut. Und schauen wir uns doch jetzt mal den Garten an. Da. Ja, für die Jahreszeit sieht das recht gut aus. Sag mal, Watson, du warst doch gerade beim Toten. Jetzt sitzt du dort wieder rum. Alter, bist du ein fauler Hund. Ey, die kennen wir doch aus dem letzten Fall. Die ihre Brust zeigt. Nee, zum Tor gehen wir jetzt mal noch nicht raus. Wir gucken erst mal rum, ob wir hier irgendwas finden, ne? Oh ja, sieht schön aus. Muss ich sagen. Das ist so ein Schuppen, okay. Ernsthaft? Ey, Watson. Du bist ein Magier. There are three glasses on the dining room table. I was wondering if... Oh, I forgot. When I came to myself the first time, each of them had a glass in his hand.
They might have been a father and his two sons. They talked together in whispers, and then they left. Your ladyship? Please leave my Mary alone. She suffered so much, she deserves some rest. Nee, nee. Die hätten den Safe geknackt. Die hätten mehr als nur Kacksilber mitgenommen. Nee, da stimmt was nicht. Hä? Wer ist denn das jetzt? What do you know about Sir Eustace, Inspector? What was his reputation? A charming man when sober, but an absolute demon when he was drunk. In such moments, he was apparently capable of anything. Why, once he splashed fuel on Lady Brackenstall's dog and set it alight. Another day, he threw a decanter of wine at Miss Wright's head. The alcohol seemed to madden him. To the point that we were forced to intervene several times to avoid a scandal. Bis jetzt ist alles blau. Aber das geht mit dem dort nicht. Da fehlt noch irgendwas. Aber was erfahren wir in der nächsten Folge? Bis dann, bleibt gespannt, genießt den Tag. Bye, bye.